Archive sind eigentlich nicht ständig im Zentrum meiner Arbeit, aber Archive bilden immer wieder das Ausgangsmaterial für Arbeiten. Und Archive sind eigentlich ursprünglich Amtshäuser, also haben etwas stark Bürokratisches. Und es gibt einen zweiten Begriff, der jetzt gerade im Elektronischen große Bedeutung hat und mit Archiv zusammenhängt. Das ist nämlich der Begriff der Kopie. Bei Kopie heißt eigentlich nichts anderes wie Vorratskammer, Füllhorn auch. Ja. Und das Interessante ist natürlich, dass im Digitalen das Füllhorn sich nie entleert. Weil man kann natürlich beliebig viele Kopien ziehen. Und das war immer wieder auch so Thematik von bestimmten Arbeiten. Der Archivbegriff, vielleicht ist deshalb auch die Jana Wisniewski auf mich gestoßen, der kehrt aber, spiegelt sich manchmal auf bestimmten Portalseiten von mir wieder, das ist aber durchaus ironisch gemeint. Also diese Ordner hier oben, die haben ja durchaus wieder was so bürokratisch-amtliches eigentlich, die gibt es seit 1995. Die waren da zumal schon eigentlich antiquiert, anachronistisch, das sind sie höchstwahrscheinlich bis heute geblieben, vielleicht versteht man heute diese Ironie etwas besser, aber ich möchte heute eigentlich mehr ein bisschen so ein Spektrum, ein Querschnitt von Arbeiten zeigen, die mit Archiv etwas zu tun haben, ohne den Anspruch haben, selbst Archiv zu sein. In den 90er Jahren hat mich der Archivbegriff in einem erweiterten Sinn eigentlich interessiert. Also wo liegen Archive, was sind Archive? Archive können ja Sammlungen sein, können Arsenale sein. Kann natürlich eine Bibliothek sein, wie wir es zuerst gesehen haben, können aber auch eine Akkumulation von Gegenständen sein. Also Archive ist sehr breit eigentlich gestreut, im Sinne von Kopie oder Kopie kann das auch eine Vorratskammer sein, also eine Speisekammer auch sein. Ja? Also irgendwo, wo etwas gehortet wird, gesammelt wird, Archive haben dann meistens den Anspruch, etwas mit einem Index zu versehen, das heißt Ordnung in die Welt der Dinge oder der Information zu bringen. Und der Archivbegriff hat sich ja stark erweitert. Der Archivbegriff ist ja nicht mehr jetzt nur textgebunden, versammelt ja nicht nur irgendwelche Urkunden oder Besitzverhältnisse oder Verträge oder in weiteren Formen Fotos und Bücher und so weiter, sondern eigentlich tragen wir ja das Archiv schon in unseren Genen. Deswegen gibt es auch Gendatenbanken. Ja? Wir freuen uns immer über unsere Beliebtheit, gerade in Zeiten, wo immer mehr Arten aussterben, gibt es ja nicht mehr in der Natur, aber es gibt es im Archiv. Es gibt es tiefgekühlt oder sequenziert in Form von genetischer Information. In Ende der 90er Jahre haben wir das von der, in Innsbruck gibt es das gerichtliche Medizin, das ist das einzige Institut in Österreich, das macht eigentlich für die CSI-mäßig, für Verbrecherfahndung und so weiter. Das hat mich interessiert einfach, also wo ist in den Genen quasi die Bibliothek ja, für unsere Konstitution, unter Anführungszeichen, das liegt in den Chromosomen und das ist jetzt die mitochondriale DNA. Und das hat natürlich einen ironischen Anspruch, hier auch eine Art Biografie hier zu machen. Deswegen habe ich das in den 90er Jahren oft gerne in Publikationen anstatt einer ordnungsgemäßen Biografie in Form von Lebenslauf abzudrucken, das hier gewählt. 1996 war dann ein frühes Internetprojekt, was genau diesen Aspekt auch thematisiert hat. Und zwar ein Projekt mit der California Biobank in Los Angeles. Das ist wahrscheinlich bis heute ein führendes Institut. Ein Archiv genetischen Materials, wo man Samenspender archiviert, junge Männer, meistens von der UCLA, und dort eigentlich hortet, ja, tiefgekühlt in einem Archiv, so wie so ein Stickstofftanks, und eine riesige Sammlung eigentlich genetischen Materials. Also dieses Projekt eben schon ironisch dazu Higher Order Information, das Netz hat sozusagen schon suggeriert, alle Informationen und so weiter kommt aus dem Netz oder spiegelt sich im Netz wieder. Damals war es eben der Ansatz, ich gebe alle meine Informationen, meine genetische Information, also der Künstler gibt sozusagen die Konstitution des Bauplans, speist er in diese Datenbank ein. Damals gibt es auch dreimal, über dreimal war, das war ja nicht mehr euer Multiple und nicht mehr ein Original. Und man konnte es dann gekoppelt an den Dow Jones Index preismäßig bestellen, theoretisch. Ja. Wohlgemerkt theoretisch, weil es war natürlich real vollzogen, aber es war symbolisch gemeint. Dennoch hat es auch
leider nicht bei Sammlern, aber insgesamt Interesse hervorgerufen. Man wollte das wirklich bestellen, was aber nicht im Sinne des Projektes war. Ein anderer Aspekt war immer auch der Moment der Entropie. Archive sind ja eigentlich etwas Negentropisches. Sie wollen Information oder allgemein gesprochen Kultur immer vor der Verwesung schützen. Deswegen haben wir Museen, haben einen konservatorischen Aufwand, um Bilder, kulturelle Güter, Gegenstände, aber vor allem natürlich Papier und Bücher vor dem Verfall zu retten. Dieser Ansatz war natürlich genau im Gegenteil, wenn man sagt, Ästhetik, der Entropie ist ein wesentlicher Ansatz für bildende Kunst. Und da ging es jetzt eigentlich genau um diese Wahrnehmbarmachung, Sichtbarmachung von Zersetzung oder von Verwesung, von Auflösung von Information. Frühe Arbeit aus den 90er Jahren, man kann es, heute ist das ja längst technisch und so weiter vom Tisch. Dazu mal waren diese Systeme zwischen IBM und Macintosh völlig inkompatibel. Und das Spannende war aber, wenn man diese Systeme, die ja normalerweise immer gesagt hat, kann ich nicht auslesen, generierten eigentlich nur eine Fehlermeldung, die konnte man, und das war irgendwie der interessante Ansatz für mich, die Systeme nicht intelligent zu machen oder intelligenter zu machen, sondern sie eigentlich zu vereinfachen, zu verdummen. Und in dem Moment war nachher einfach die Situation, dass jeder dieser beiden Rechner bzw. ihre Betriebssysteme alles, was andere Rechner hinübergeschickt hat, in dem Fall waren es Bilder aus dem Archiv, so interpretiert hat, wie er glaubt, dass es für sein System richtig ist. Also Macintosh hat zum Beispiel ein RGB-System, Windows hat zum Beispiel kein RGB-System, sondern ich weiß es jetzt nicht, ein BGR-System oder irgendetwas, ja, ich habe es jetzt vergessen. Das heißt, es werden die Farbkodierungen der Pixel anders ausgelesen aus der Bilddatei und damit auch anders interpretiert. Und das war jetzt eine, unter Anführungszeichen, Netzwerkinstallation, nämlich nur eine Verbindung zwischen zwei Rechnern. Und hier, natürlich ist es jetzt hier Tizian und Versuchung und so weiter, und wegen Macintosh und Apfel schickt er das Bild. Dieses verrauschte Bild geht retour, das noch mehr verrauschte Bild geht immer geht wieder retour, und es entsteht sozusagen ein romantisches Sprechen, das sich nicht verstehen können, aber aufgrund dessen ist es ein ewiges Sprechen. Beziehungsweise das Papier dieser Hebebücher stellt die Nahrung bereit und bringt dann diese Zellen zum Wachsen, bringt letztendlich auch dieses Kultur dann wieder hervor. Das sind dann diese Laborprozesse, wo Bücher hier frevelhaft gemixt werden. Ja? Eigentlich ist das etwas wieder dieses entropische Prinzip der Archive, also sie werden wirklich verdaut, ja, die Texte. Dieser Verdauungssaft, dieser Glukosesaft, dient dann wiederum dem Mediziner für das Nährmedium seiner Zellen, und dann sehen wir schon, entstehen aus diesen Literatur, Bücher, Gehirne, ja, wie wir im Hintergrund sehen. Und ich glaube, mit dem will ich es jetzt belassen lassen, mit diesem Archiv, wo wir nicht mehr im Web sind, sondern in der Speisekammer. Ich habe eine Internetseite gemacht, Unternehmerhandzeichnung aufgehängt, ja, bei ihrer Präsentation. Und dann habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, das dürfen die nicht machen. Und der nächste Punkt war, die haben ja völlig recht. So muss man es machen. Genau so muss man es machen. Die haben jetzt nicht mehr so, wie mir dort mal Ende 80er, Anfang 90er Jahre diese Idee gehabt, wir sind digitale Avantgarde und wir arbeiten nur mehr virtuell, ja, wir wollen nur mehr Netzkunst und so weiter machen, sondern die haben da viel einen entspannteren Zugang gehabt und haben gesagt, hört doch auf mit dieser Polemik zwischen der schlechten bildenden Kunst und der guten Medienkunst, das hat überhaupt keinen Sinn, wir gehen einen ganz anderen, nämlich unseren eigenen dritten Weg. Und ich glaube, dieser Weg ist der fruchtbarere gewesen, und man sieht es heute. Heute macht jeder bildende Künstler irgendwie Videos oder Fotos oder sonst irgendetwas oder hat eine Webseite, ohne sich als Computerkünstler oder Videokünstler bezeichnen zu müssen. Das heißt, das ist eine die demokratische, positive Nivellierung und Gleichberechtigung für verschiedene Medien. Das heißt, die Kunst kann jetzt nicht kategorisiert und in eine Schublade gepresst werden mit Bezug auf den Gebrauch von bestimmten medialen Werkzeugen, sondern da geht es aber eher eigentlich um einen ästhetischen oder auch konzeptuellen Zugang, der zu diesen Arbeiten führt, egal mit welchen Werkzeugen er produziert worden ist.
waren und dann aber dann durchgelesen vom Bayerischen Staatsbibliothek, die gesagt haben, wir beschäftigen uns eigentlich am meisten, wie wir es von einem Speichermedium aufs nächste Speichermedium bekommen, weil es kann ja passieren, wenn Sie Ihre Präsentation da zeigen, dass Sie in 7 Jahren die gar nicht mehr zeigen können, weil das nächste Betriebssystem das gar nicht mehr versteht und dann ist quasi das, was da generiert worden ist, weg. Also wir glauben natürlich, wir leben in der Informationszeit. Das ist zu jetzt, dann ist die blöde Frage. Das kann ganz schnell sich das Gegenteil verkehren. Jede Kultur beantwortet die Speicherfrage ja für sich anders. Die Deutschen haben zum Beispiel die Zeche Barbara, das ist ein alter aufgelassener Stollen, da wird in Edelstahlbehältern bis heute alles auf Mikrofisch archiviert. Also eigentlich ein antiquiertes Medium, was niemand mehr verwendet. Dort wird es eingeschweißt, eingeschraubt oder so, das ist wasserdicht, luftdicht, gasdicht, atomsicher, keine Ahnung was alles. Und die verwenden ein Mikrofisch, weil das ein Material ist, was nicht verrotten kann und weil es gegen elektromagnetische Wellen gesichert ist. Das heißt, da kann irgendeine Katastrophe passieren. Und da sind zum Beispiel auch nicht nur Goethe und Schiller verewigt, sondern da geht es dann auch um technische Baupläne. Von Patenten zum Beispiel, aber da steht dann auch, wie baut man einen Ottomotor? Ja? Was gibt es für Zangen? Ganz banale Sachen. Weil man geht ja davon aus, die Apokalypse kommt, ja? Alles ist weg, es gibt kein Internet mehr, es gibt keine Bibliotheken mehr, das gesamte menschliche Wissen und Know-how ist verschwunden. Dann geht man in die Zeche Barbara, dort stehen auch solche Lesegeräte, ja? Kann das auslesen und dann kann man auch quasi nachlesen, wie man Feuer macht.